Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 19, der Mond und die Sterne. Hallihallo, liebe Individualisten. Hier ist mal wieder der Chris und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Individuell unterwegs. Es ist Sonntag, der 28. Und also 28. Juli 2013, 9:30 Uhr. Und ihr habt es vielleicht gerade gehört im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, so ein Glockenläuten, das war von meinem Handy, weil ich bin an diesem wahrscheinlich heißesten Wochenende des Jahres 2013 mal wieder ein bisschen unterwegs, und zwar wieder mal in Breitenfurt, meiner Heimatgemeinde, weil da ist vor ein paar Tagen ein neuer Cache veröffentlicht worden, und zwar eine ganz besondere Cache-Art, nämlich ein Where I Go Cache. Was das ist, ist schnell erklärt. Where I Go ist einfach im Prinzip die nächste Stufe eines Multicaches. Das heißt, man muss auch über mehrere Stationen gehen, um dann schlussendlich wirklich zur Dose zu kommen. Das Besondere am Where I Go ist, dass das Ganze multimedial gestützt ist. Das heißt, man hat entweder eine App am Smartphone oder man hat eben auch ein GPS, was diese Funktionalität unterstützt, und wird dann eben durch die Software von Punkt zu Punkt geleitet und eben durch eine Geschichte sozusagen, die man da irgendwie durchleben muss. Und da gibt es jetzt eben einen, der nennt sich Der Mond und die Sterne. Und ich bin da jetzt gerade, war jetzt kurz ein Radfahrer, ich bin da jetzt gerade weggegangen bei der Hauptstraße und mache mich jetzt auf dem Weg eigentlich zum Startpunkt hinauf, wo der Cache eigentlich starten soll. Und dieses Glockengeläut, was ihr gerade gehört habt, war eben aus dieser Smartphone-App, nennt sich Where You Go. Also wenn das interessiert, einfach mal danach suchen. Und die hat mir jetzt da schon mal den ersten Punkt sozusagen angezeigt, dass ich den erreicht habe. Und zwar zeigt mir da das Handy auf dem Display jetzt gerade so einen etwas dicklichen Zauberer an. Und er schreibt mir da Folgendes. Du bist Aponax, der furchtlose Zauberer des Baron von Gravuzihausen. Der Baron hat dir eine wichtige Aufgabe übertragen. So, dann drücken wir mal auf OK und schauen, wie es weitergeht. Dem Baron wurde erzählt, dass der schwarze Rabe seines Widersachers Mond und Sterne in Besitz genommen hat. Deine Aufgabe ist es, das Haus des Raben im Gowannenwald zu finden und den Mond sowie die Sterne zu erlösen. Dazu wurde dir ein Gerät übergeben, dessen magische Kraft dir helfen soll, das Versteck ausfindig zu machen. Abgebildet ist da, muss man dazu sagen, jetzt einfach ein Garmin-GPS. Ich mache das Ganze mit dem Smartphone, aber das wird wurscht sein. Du bist nun im Gowannenwald angekommen. Mit Hilfe deines magischen Geräts kannst du dich nun auf den Weg machen. Also, auf zur Brücke. Gehe rechts dem Hauptweg weiter. Viel Glück, du wirst es brauchen. Gut, ich schaue jetzt mal, ich habe jetzt zwei neue Locations, und zwar den Startpunkt, den ich jetzt schon erreicht habe, und die Brücke. Zu der gehen wir jetzt weiter, da brauche ich aber jetzt nicht viel schauen, weil die Brücke kenne ich. Ich kenne das Gebiet relativ gut. Und wir haben natürlich auch diese entsprechende Aufgabe jetzt bekommen, eben dieses Haus des Raben zu finden. Das heißt, wir gehen jetzt mal der Brücke entlang weiter. Das ist jetzt eben unser nächster Punkt, den wir erreichen sollen. Und in der Zwischenzeit erzähle ich euch noch ein bisschen ein paar nähere Details über dieses ganze Thema Where I Go. Also Where I Go hat sich eben eigentlich aus diesen Multicaches entwickelt und ist sozusagen die nächste Stufe. Und ich habe von denen schon, ich glaube, zwei oder so gemacht. Einen davon erfolgreich, den zweiten nicht. Und Where I Go Caches sind halt sehr, sehr selten, dass da neue jetzt noch dazukommen.
Und zwar aus dem einfachen Grund, weil das eben ursprünglich für Pocket-PC war, was es natürlich so in der Form eigentlich schon lange nicht mehr gibt. Und Geocaching, also Groundspeak, die Firma, die hinter Geocaching irgendwo steckt, die entwickeln das jetzt auch nicht besonders viel weiter, muss man auch dazu sagen. Dementsprechend ist jetzt die Verbreitung von solchen Verigo-Caches eher gering. Und das ist natürlich immer ganz was Besonderes, wenn sowas wieder mal gepublished wird. Und wenn das natürlich so nah bei mir daheim ist, kann ich da nicht aus. Also das muss ich natürlich machen. Und es bietet sich an, weil es ist jetzt selbst um 9:30 am Vormittag schon extrem warm. Also wir sollen heute bis zu 39 Grad kriegen. Und die Tour dauert laut Beschreibung von dem Cache ungefähr 1,5 Stunden. Das passt ganz gut, weil ich dann nachher noch weiterfahre zu meiner Mutter auf einen Besuch und mir dort auch Abkühlung im Swimmingpool gönnen werde. Ich hoffe, dass das Wasser da drinnen noch nicht allzu warm ist. Dass es auch wirklich noch eine Abkühlung ist. Und ja, von dem her passt mir das eigentlich ganz gut ins Programm. Und es ist auch mal wieder ein neues Thema eben für euch. Und dann haben wir gedacht, passt, das nimmst du in Angriff. Ja, was ist das Knifflige an Verigos? Verigos haben eine Sache, die ein bisschen knifflig ist, nämlich, dass man mitunter ein Zeitlimit hat für die jeweiligen Aufgaben. Also man muss dann die jeweilige, diese Aufgabe, die man gestellt bekommt, in einer gewissen Zeit lösen. Wenn man das nicht schafft, hat man das Spiel verloren. Kommt natürlich nicht zur Dose. Das heißt, man muss dann wieder von Anfang an beginnen, das ganze Spiel neu starten. Man kann dann auch nicht sagen, naja, geh zum letzten Sicherungspunkt zurück, so wie in einem normalen PC-Spiel, das geht nicht. Man muss dann wirklich komplett von vorne nochmal anfangen, was speziell bei längeren Touren natürlich ein bisschen nervig sein kann. So, und somit hätten wir die Brücke auch erreicht. Also ihr seht, die Stationen sind jetzt nicht allzu weit auseinander. Das geht relativ geschwind, dass man daherkommt. Und ich werde jetzt noch schön schauen, was er mir als nächsten Punkt gibt und wohin es weitergeht. Bei der Brücke ist alles still und erstarrt. Nichts regt sich. Mitten im Fluss sitzt ein Zwerg, völlig regungslos. So, das heißt, wir werden jetzt einfach mal den Zwerg ansprechen. Ich habe da jetzt also einen neuen Task, was ich jetzt sehe. Also nicht einen Task, sondern what you see. Und das ist eben der Zwerg, wo bei dem als Info steht, ein kleiner Zwerg sitzt im Wasser und denkt nach. So, wir werden ihn jetzt einfach mal ansprechen, weil der wird uns jetzt sicherlich gleich mal die nächste Aufgabe geben. Der Zwerg spricht dich an. Hallo Aponax, wohin des Wegs? Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten zu antworten, entweder etwas mürrisch oder überaus nett. Ich werde natürlich nett antworten. Seid gegrüßt, Herr Zwerg. Ich bin auf dem Weg nach zum Haus des Raben, auch wenn ich nicht weiß, wie ich das bewerkstelligen soll. So, nachdem da jetzt gerade wieder zwei mit Hunden kommen, mache ich da mal kurz eine Pause. So, der Zwerg schickt mich jetzt gleich zurück an den Anfangspunkt der Tour. Ich habe jetzt das Spiel da an dieser Stelle kurz unterbrochen, weil ich nicht weiß, ob ich daher nochmal zurückkomme. Und es liegt aber da ganz in der Nähe noch ein anderer Cache, nämlich der Waldschrat. Und den werde ich in der Zwischenzeit mal schnell suchen. Und ich soll jetzt da ungefähr von diesen Brücken 70 Meter in etwa entfernt sollte dann der Cache sein. Ich lese euch das ganz kurz vor. Die Legende vom Waldschrat. Hier in diesem Waldstück wacht ein Naturgeist über die fast unberührte Landschaft. Der Waldschrat. Von hoch oben überblickt er diesen wunderbaren Waldabschnitt. In der Ferne kann er die Wanderer, welche hier am Stadtwanderweg versuchen, die Landesgrenze zwischen Wien und Niederösterreich zu überqueren, beobachten.
Dies tut er seit langer, langer Zeit. Der Legende nach werden alle Menschen, die sich hier der Natur angepasst verhalten, mit einer Portion Glücksgefühl durch die Magie des Waldschrats belohnt. Aber wehe, alle, die sich nicht an die Gesetze des dunklen Waldes halten, denen droht Schlimmes. Der Waldschrat belegt sie mit einem bösen Fluch. Die Auswirkungen sind so grauenvoll, dass ich sie hier gar nicht näher beschreiben möchte. Von Angriffen ganzer Gelsenkompanien bis zu plötzlich auftretenden Gewitterschauern ist alles möglich. Ich kann euch nur den Tipp geben, sich immer naturnahe zu benehmen. Hinterlasst die Landschaft genau so, wie ihr sie vorgefunden habt. So, und dann kommt halt noch so die Beschreibung, wo man gehen soll. Und das werde ich jetzt einfach mal machen und ich gehe jetzt einfach mal da runter. Es steht eben, man soll eben den Bach entlang hinuntergehen auf der linken Seite in Flussrichtung. Und nach ungefähr 70 Metern sollte dann irgendwo auf einem Baum oben eben der Waldschrat zu finden sein. Und ja, ich werde jetzt einfach mal den Weg entlang gehen, bis ich mal ungefähr die 70 Meter habe. Das sollte dann eh gleich sein. 50 davon habe ich schon. Also kann nicht mehr allzu weit dann sein. So. Und jetzt muss ich zwei Bäume finden, die eng aneinander wachsen. Und schauen, ob ich da irgendwo findig wäre. Das würde sich da irgendwie anbieten, aber schauen wir mal. Müssen auf jeden Fall höhere Bäume sein, weil er ungefähr in 10 Meter Höhe hängt. So, der Beschreibung nach soll das Ganze ziemlich nah am Wasser sein eigentlich. Ah, da hängt er. Gefunden. Okay. Und der ist eigentlich ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. So. Ich werde das einmal kurz fotografieren. So. Foto ist gemacht. Dann werden wir uns noch schnell eintragen. Und dann schaue ich, dass ich da von den Gelsen wieder wegkomme. Da könnte sich sogar der Stempel ausgehen. Nur Glück haben. So, noch Datum und Uhrzeit eintragen. Und wieder weggepackt. So. Thank you.
So, ich habe auch wieder eingehängt. Ja, damit geht jetzt mal zurück. Wieder zu der Position am Anfang, weil dieser Zwerg, wir sind jetzt wieder beim Berego, ne? Dieser Zwerg in dem Bachbett hat mich zurückgeschickt an den, quasi an den Start. Also ist nicht zum Bachpass runter, aber zu dem Startpunkt, wo die ganze Geschichte jetzt mal begonnen hat. Und dort soll ich irgendeinen Löwen in seiner Höhle finden. Ja, mal schauen, was uns der dann zu sagen hat. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass uns der dann wieder zurückschickt wird zu der Brücke. Aber das werden wir dann sehen. Ich werde jetzt mal auf alle Fälle die Berego-App wieder starten. Und werden jetzt mal zum Loch der Raubkatze gehen. Das heißt wieder wieder das Stück zurück bis zum Anfang. Und okay, jetzt spielen wir nochmal die Brücke, weil ich jetzt gerade in der Gegenrichtung nochmal dran vorbeigelaufen bin. Ja, mal schauen, wo uns dann der Löwe hinschicken wird. Nachdem ich da zwei Auswahlmöglichkeiten gehabt habe bei dem Zwerg, naja, habe ich die starke Befürchtung, nachdem dort gestanden ist, etwas mürrisch, dass uns der Löwe da wieder zu dem Zwerg zurückschicken wird. Aber naja, schauen wir mal. Jetzt gehen wir erstmal zurück zu der Raubkatze und werden dann einmal schauen, wo wir da dann landen. Beziehungsweise was uns der Löwe dort dann zu sagen haben wird. Vielleicht zwischendurch noch zur Info. Ich bewege mich da wieder durch eine Kernzone vom Biosphärenpark Wienerwald, nämlich der Kernzone Dorotheawald. Und es ist echt faszinierend, wie viele seltene Waldbewohner man da antrifft. Also von Schmetterlingen über alle möglichen Arten von Käfern und so weiter. Ich finde das immer wieder toll, dass es diesen Biosphärenpark gibt und dass da auch wirklich quasi Urwaldzonen bestehen bleiben, beziehungsweise jetzt wieder entstehen. Je nachdem. Das finde ich schon wirklich immer wieder einfach genial. So, jetzt werden wir dann gleich da sein. So, das Loch der Raubkatze ist einmal ein Bombentrichter. Und zwar einer von denen, wo ich hier schon mal vorbeigekommen bin. So, dann schauen wir mal, was uns die Raubkatze sagt. Bei der Info, eine gewaltige Raubkatze, die dich sehr, sehr hungrig ansieht. Ah, von meinem Freund, dem Zwerg. Na, wenn das so ist, helfe ich dir gerne weiter. Begib dich also desselben Weges weiter. Dort befindet sich ein magischer Baum namens Fangorn. Leider hat er keine Last zu tragen. Wenn du ihn aber von... Leider hat er eine kleine Last zu tragen. So muss das heißen. Wenn du ihn aber von dieser Last kurzfristig befreien kannst, ist er für jede Schandtat bereit. Nun geh,
Gut. Wir werden uns jetzt diesen Baum suchen. Und es geht jetzt Richtung Westen weiter. Das heißt, es war gut, dass ich den Waldschrott vorher gemacht habe, weil sonst wäre ich zu dem nicht mehr hingekommen. Und wir haben jetzt ungefähr 440 Meter vor uns, die wir jetzt gehen müssen. Also das wird jetzt ein bisschen dauern. So. Und während ich mich da jetzt mal auf den Weg dorthin mache, erzähle ich euch noch so ein paar News rund um Technik und vor allen Dingen IT-Geschichten, was den Podcast angeht. Weil es gibt mittlerweile auch einen Up.net-Account zu individuell unterwegs, der dann im Prinzip auch auf der Feed-Seite verlinkt sein wird. Auf der Blogger-Seite werde ich das jetzt nicht mehr machen, weil das ist jetzt die letzte Folge, die am Blogger veröffentlicht wird. Und dementsprechend seht ihr das dann, die Links auf der Feed-Seite rechts oben. Da sind dann auch die Links zu Twitter, zu Facebook, zu Google Plus drinnen. Ja, also wir haben jetzt ein soziales Netzwerk mehr, nämlich Up.net. An der Stelle ein kleiner Tipp zu Up.net. Up.net ist ja eigentlich kostenpflichtig, ne? Kostet normal, ich glaube, das ist bei $30 im Jahr oder so, keine Ahnung. Aber es gibt die Möglichkeit für zahlende Mitglieder, andere Mitglieder einzuladen, die dann kostenfrei ihren Account haben. Der ist natürlich ein bisschen eingeschränkter Account, das heißt, der ist dann nicht, kann nicht alles machen, was auf Up.net geht, aber man kann zumindest viel einrichten und eben Messages schreiben und so weiter. Das geht. Und über Deliverit kann man sich ja, Deliverit habe ich euch in der letzten Folge schon erzählt, und da kann man sich eben auch für ein Up.net-Konto kann man sich da einrichten, dass das dorthin auch verteilt wird. Und das habe ich gemacht. Und darüber kommt man dann auf eine Anmeldeseite, wo man auf Join gehen kann und bekommt damit einen kostenlosen Up.net-Account. Ob das jetzt unter normale Anmeldungsformalitäten auch geht, weiß ich nicht, ganz ehrlich gesagt. Ich habe auf jeden Fall diese Möglichkeit genutzt und bin jetzt kostenfrei bei Up.net mit individuell unterwegs. Für alles andere werde ich dem Netzwerk nicht beitreten. Also ich werde es wirklich nur für individuell unterwegs verwenden und für sonst nichts. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ansonsten, der Feed funktioniert. Das heißt, da ist alles bereit für die Umstellung ab der Folge 20, also ab der nächsten Folge. Die Umstellung von der Domain wird wahrscheinlich jetzt am kommenden Wochenende passieren, damit dann von den DNS-Einträgen her und so weiter das alles schon mal richtig ist, wenn dann die Folge 20 am Dienstag rauskommt. Jo. Ansonsten gibt es jetzt nicht wirklich technikmäßig nicht viel Neues, weil den Rest habe ich ja sowieso schon seit längerer Zeit fertig. Jo.
Bei dem her war es das an der Stelle mal wieder für die Technik. So, das soll jetzt mal so eingestreut sein. So, und jetzt sind wir bei dem Baum. Und der Baum spricht mich an. Seid gegrüßt, edler Zauberer. Was führt dich zu mir? Ich bin auf dem Weg zum Haus des Raben und bräuchte deine Hilfe. Dein Freund der Löwe erzählte mir von deiner Last. Er sagte auch, du würdest mir helfen, falls ich dich davon kurzfristig erlöse. Das mit der Last ist wohl wahr. Ein etwas dümmliches Menschlein montierte mir vor einiger Zeit ein eigenartiges Ding an mein Gehölz. Er versprach mir nur Linderung, wenn ein anderer seiner Gattung das Ding entfernt und sich der Nummer auf der Rückseite in sein Gehirn verleibt. Wenn du dieses nutzlose Ding für ein paar Sekunden abnimmst, helfe ich dir gerne. Suche nun meine Last im Umkreis meines auf dem Weg gefallenen Freundes. Nimm sie mir ab, merke dir die Zahl. Du wirst sie am Ende brauchen. Drücke OK, wenn du sie verinnerlicht hast. So, also. Wir sollen jetzt im Umkreis von dem umgefallenen Baum, den ich da jetzt sehe, die Last suchen. Naja. Dann werden wir halt mal schauen, wo da irgendwas herumliegt. Was ist denn das da? Das sieht doch gut aus. So, da ist die Zahl. Und damit ich die jetzt nicht vergesse, werde ich mir die fotografieren. Ich verrate euch die Zahl natürlich nicht. Weil das wäre ein dezentes Spoilering, was ich natürlich nicht tue. So, das heißt, wir schnappen uns das Handy wieder und sagen, okay. So schnell? Naja, ich will dir Glauben schenken. Gut, du hast es bald geschafft. Ich verrate dir ein Geheimnis. Es gibt eine Bank der Erleuchtung. Diese findest du, wenn du den Weg ein schönes Stück weiter gehst und dann ein bisschen querfeldein nach links dich bewegst. Eine unsichtbare Elfe wird dich darauf aufmerksam machen. Bewege dich so weit, bis du auf eine große Wiese kommst. Dort biege links ab und geh ein Stückchen weiter. Dort wirst du die Bank dann finden. Vergiss nicht, die unsichtbare Elfe wird dich weisen. Ich gebe dir noch ein paar neue Schuhe mit. Nun geh den Weg ein langes Stück weiter. Lebe wohl, mein Freund. So, wir haben jetzt neue Schuhe. Die werden wir dann wahrscheinlich für die Elfe brauchen. Und dann habe ich da in meinem Inventory nochmal... Okay, da gibt es noch mal so ein bisschen Hilfe und so. Aber das brauchen wir jetzt nicht. So, wir schauen jetzt mal, dass wir zu dieser Abzweigung kommen. Das sind jetzt ungefähr 320 Meter. Die werden wir jetzt einfach mal weitergehen. So, jetzt bin ich auf der Wiese heraus
und sollte dann eigentlich gleich mal zu der Bank kommen. In ungefähr 50 Meter sollte die dann irgendwo auf der linken Seite sein. Und ich glaube, ich sehe sie schon. Nimm Platz. Die Prinzessin steht hinter der Bank. Sie beachtet dich aber nicht. Auch wenn du schon total schlapp bist, dein Bäuchlein knurrt und dein Handy-Akku zur Neige geht. Ich denke, du musst nochmal aktiv werden. Los, mach was. Ich schaue jetzt einmal, welche Informationen ich über die Prinzessin kriege. Und die erste Info ist mal, die Prinzessin steht starr und unbeweglich hinter der Bank. Sie beachtet dich nicht. Ich denke, du musst sie ansprechen. So, das werden wir jetzt einfach mal tun. Wir werden jetzt einfach mal schauen, um was geht. Wahrscheinlich werden wir da dann gleich die Schuhe brauchen. So, jetzt haben wir es angesprochen. Hallo, Aponax. Was führt dich zur Bank der Erleuchtung? Ich wurde von Fangorn geschickt. Ich suche das Haus des Raben. Es muss hier ganz in der Nähe sein. Was willst du dort? Es ist sehr gefährlich in dieser Gegend. Baron von Gravuzihausen hat mich beauftragt, den Mond und die Sterne zu befreien. Der Rabe seines Widersachers namens Govanen hat sie an sich gerissen und versteckt. Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe leider keine Zeit. Fangorn hat mir Schuhe mitgegeben. Schuhe? Mir ist doch gerade eingefallen, dass ich doch Zeit habe. Du gibst mir die Schuhe und ich zeig dir, wo das Haus des Raben ist. Abgemacht. So, das heißt, wir geben jetzt mal die Schuhe an die Prinzessin. So. Und jetzt wäre ich nach dieser Zahl gefragt. Klar, das ist natürlich jetzt einfach mal, dass man das auch wirklich gemacht hat. Das gebe ich jetzt mal ein. Richtig! Ich sah vorhin den Raben zu Govanen fliegen. Ich denke, das Haus ist jetzt unbewacht. Gehe am oberen Waldrand weiter. Du wirst dann einen der wenigen Einstiege in den Wald finden. Gut, das heißt, ich habe jetzt schon als neue Location das Haus des Raben. Und da werden wir jetzt hingehen, mal den Weg entlang. Das sind jetzt ungefähr 140 Meter. Das heißt, das sollte dann auch halbwegs schnell eigentlich erledigt sein. So, da ist mal wieder ein Bankerl. Und jetzt sollte ich dann auch gleich da sein. So, da ist auch der Einstieg in den Wald. So, dann schauen wir mal. Ah, da hängt. So. Da sind wir ja. Sogar nachtleuchtend. Moment, Sterne. Nicht schlecht. So. Dann können wir sagen, dass wir es gefunden haben.
Super, wie du am Versteck erkennen kannst, sind der Mond und die Sterne schon dabei, sich außerhalb des Verstecks zu orientieren. Sie werden dann nach einiger Zeit, ich denke, wenn es Abend wird, sich Richtung Himmel verabschieden. Du kannst sie dann bestaunen und genießen, was für eine wundervolle Tat du vollbracht hast. Bitte auf OK drücken. So, das haben wir gemacht. Deine Kinder oder du können jetzt gerne Spielzeug tauschen. Vergiss aber nicht, dich im Logbuch zu verewigen. Sei so nett und achte darauf, dass wieder etwas zum Tauschen reingegeben wird. Somit haben die nächsten Kinder auch noch eine Freude. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen netten Log oder gar einen Favoritenpunkt oder sogar beides sehr freuen. Vielen lieben Dank, dass du meinen Verigo besucht hast. Liebe Grüße, Gravuzzi Capuzzi. Ja, damit haben wir den erledigt. Und das Ganze ist eine Regular-Dose mit haufenweise Spielzeug drinnen und Zeug. Und ich werde mich jetzt mal im Log verewigen. So, damit sollte die Runde jetzt mal fertig sein. Es ist jetzt 10:30, also ich habe ungefähr eine Stunde für den kompletten Weg gebraucht. Und es ist mittlerweile echt brutal warm und dampfig. Keine Wolke am Himmel, die Sonne brennt runter. Jetzt die letzten paar hundert Meter mal zurück zum Auto und werde damit jetzt mal die Runde mit euch beenden. Technikgebrabbel gab es ja auch schon. Soweit sollte auch für den Umstieg auf den Fiat, auf das neue Podcast Publishing System, soll auch alles vorbereitet sein. Das gibt es dann ab nächster Woche. In die Shownotes gibt es natürlich noch den Link vom up.net und so. Ansonsten würde ich sagen, ich lasse jetzt gut sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und hoffe, dass es von eurer Seite mal wieder ein bisschen Feedback gibt, damit ich weiß, ob euch mein Stil immer noch gefällt oder nicht, oder was ich verändern soll oder verbessern kann. Und ja, freue mich auf euer Feedback. Wünsche euch viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass es rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at